Hallo werte Sammler und Sammlerinnen, ich bin Sir Lector vom Team Jonetz und grüße euch herzlich zu einem brandneuen Video. Es ist mal wieder Zeit für den ersten Druck und zwar diesmal zum heiß ersehntesten Titel von meinem Kumpel Abdul und zwar Tony Carver, Fly Me to the Moon, wo ich halt eh schon einfach es nicht fassen kann, dass wir dieses Werk auf Deutsch haben, weil das stammt von Kenjiro Hatta. Das will man ein fucking Hatta-Werk auf Deutsch kriegen. What the fuck? Aber ey, ich will mich nicht beschweren, ich freue mich und ja, ich würde sagen, ich erkläre euch erstmal, worum es sich in Fly Me to the Moon überhaupt dreht. Im Mittelpunkt steht der junge NASA, der halt aufgrund seines Namens seit klein auf an halt immer ein bisschen gehänselt wurde und er sich deswegen gedacht hat, fickt euch, ich werde jetzt der allergeilste Motherfucker. Natürlich genau so dieser Wortlaut. Und darauf fängt er an, übelst zu lernen und alles ist für ihn kein Problem mehr und er will auch an eine super duper Schule. Jedoch soll sich sein kompletter Plan ändern, als er eines Tages seine Traumfrau trifft. Und ja, er will sie halt ansprechen und bam, wird vom Auto angefahren, tot, wiedergeboren in einer neuen Welt. Nein, Spaß beiseite, aber ja, er überlebt halt gerade so und verfolgt sie dann trotz schwerer Verletzungen und Co. Und ja, sie sagt so, okay, ich gehe mit der aus, wenn du mich heiratest. Und er sagt ja und ist dann bewusstlos. Und ja, dann zwei Jahre später treffen sie sich wieder. Ich glaube, es waren zwei Jahre. Auf jeden Fall ein paar Jährchen später treffen sie sich wieder. Und sie heiraten, ganz offiziell. Und leben von da an zusammen. Und so verfolgt man dann dieses verrückte Ehepaar. Und ja, der Plot klingt schon mal herrlich bescheuert. Und ja, wie gesagt, es ist ein Hatterwerk. Das ist der Typ, der heirate, der The Combat Butler gemacht hat. Und auch so manch anderes Werk. Und ja. Ich muss sagen, am Anfang war ich so, ja, okay, what the fuck. NASA war, zumindest im ersten Kapitel, finde ich nicht so ganz sympathisch. Ich meine, man kann es irgendwo verstehen, weil gebt euren Kindern keine seltsamen Namen. Ich meine, was Ausgefalleneres sage ich noch so, okay, da gibt es ja einige schöne Namen, aber ja. Das ist so ein typischer Fall von Kira Kira Names, hießen sie, glaube ich. Also so. Einfach Namen, die einfach toll exotisch sein sollen oder einfach verrückt und tut euren Kindern das nicht an. Aber ja, am Anfang war ich so, ja, okay. Aber ich muss sagen, umso weiter ich gelesen habe und sobald sie dann einmal richtig viel miteinander interagiert haben, war ich so, hey, Tony Carver, Fly Me to the Moon macht überraschend viel Spaß. Und zwar halt mal so richtig, ich finde comedy-technisch 10 von 10. Also wirklich, Hatta beherrscht seine Comedy. Also da kann man dem Typ nichts holen, der kann gute Rom-Coms schreiben. Und ich finde auch tatsächlich zu Kasa, also der Frau, ne, wirklich interessant. Und hier muss man auch direkt sagen, Fly Me to the Moon wird kein ganz normaler Romance-Manga sein. Das war schon bei Hayate the Comet Butler nicht so. Und es wird halt schon direkt im ersten Band sehr, 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 sehr stark impliziert, dass irgendwas mit Tsukasa nicht stimmt. Und ja, ich bin mal gespannt, in welche Richtung das geht. Ich meine, ja, bei Hayate the Comet Butler hatte das ja später kranke Plot-Twists mit Verschwörungen und hast du nicht gesehen. Und ich bin mal gespannt, was hier bei Fly Me to the Moon rauskommt. Ich weiß zwar, dass er soweit ich weiß, sehr viel Romance-typisch beibehalten, vor allem sehr süß beibehalten, das ist halt die andere Sache, der Manga ist einfach so, man hat die ganze Zeit ein Grinsen im Gesicht, aber ja, ich muss sagen, ich mochte ihn erstmal auch tatsächlich NASA, ich weiß, am ersten Kapitel war ich so, naja, aber irgendwie mit der Zeit fing ich an, ihn zu mögen, vor allem, wie er halt wirklich unsterblich in seine Ehefrau verliebt ist und ja, irgendwie ist es knuffig. Es ist einfach knuffig. Kann man nicht anders beschreiben. Und wie gesagt, es ist ja nicht so, als würde ich ihn nicht verstehen können, dass er plötzlich so der krasseste Motherfucker sein will, wenn man ihn NASA getauft hat. Dann etwas, was ich tatsächlich auch noch ganz cool fand, das will ich noch so nebenbei bemerkt erwähnen, dass viele der Kapitel Anspielungen auf andere Manga, Anime und Co. haben. Und das fand ich einfach auch nochmal ganz cool. Und vor allem, dass das halt hier auch hervorgehoben wurde. Doch damit will ich jetzt nicht sagen, ja, Tony Carver, Fly Me to the Moon hat keinerlei Schwächen und so, sondern es gibt zwei Sachen, die stören mich. Zum einen, gut, in der deutschen Übersetzung wurde auf Suffixe verzichtet, also kein Chan, kein San und Co. Stattdessen sowas wie Tsukasa-Line und ich hasse sowas.
ihr wisst das, ich mag meine Suffixe, weil Suffixe kann man nicht gut in eine andere Sprache übersetzen. Meistens sind das, zum Glück war das jetzt bislang noch nicht so krass. Ich bin mal gespannt, wie es in Band 2 sein wird. Doch dann, die andere Sache, die mich wirklich stört, ist das Großformat, weil tatsächlich Tonikawa Fly Me to the Moon der erste Manga ist, wo ich wirklich sage bei Manga Code, nein, das hat es halt wirklich nicht gebraucht. Denn versteht mich nicht falsch, ich mag Kenjiro Hattas Zeichenstil. Allerdings, er ist halt super minimalistisch. So halt, er ist halt sehr simpel und das hat das Großformat halt echt nicht gebraucht. Da denke ich mir so, hätte man es auch ein Taschenbuch machen können. Zumaßen, hier muss man Manga Code wieder zugutehalten. Tonikawa Fly Me to the Moon kostet nur 8 Euro. Also ist es nicht groß teurer als ein Taschenbuch. Trotzdem, ja, irgendwie hat man die ganze Zeit das Gefühl, es wäre halt einfach nicht nötig gewesen. Doch was ist jetzt mein Fazit zu Tonikawa Fly Me to the Moon? Es ist auf jeden Fall ein sehr vielversprechender Manga, der vor allem auch tatsächlich relativ lang ist. Ich meine, wie viele Bände hat der derzeit in Japan? 16? Oh, ja, ich mag die Idee. Die Charaktere sind herrlich verrückt. Die Story ist herrlich verrückt. Es wird wahrscheinlich noch krasse Plot-Twists geben, so wie ich Hatta kenne. Und ja, ich sage ehrlich, Band 1 von 8 von 10. Hat Spaß gemacht. Ist jetzt kein Hype-Titel von mir. Also ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, ich brauche unbedingt jetzt sofort Band 2. Aber ich sag mal so, ich freue mich trotzdem auf Band 2. Und das kann man sich gut geben. Und ja, damit sind wir am Ende dieses kleinen Manga-Ersteindrucks. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Habt ihr Tonikawa Fly Me to the Moon gelesen? Wenn ja, wie fandet ihr es? Ansonsten werdet ihr euch vielleicht noch holen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Über ein Abo natürlich auch. Und ja, bleibt schon viel zu sagen. Danke fürs Zusehen und ciao!